Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie, und zwar: Wie wird Kaido besiegt? Wir wissen ja, dass Kaido die stärkste Kreatur ist. Bisher hat man immer wieder gesehen, dass sein Körper unzerstörbar ist. Egal ob durch Waffen, die zerbrechen, oder einen Sturz von einer Himmelsinsel, nicht einen Kratzer hat er jemals bekommen. Es sieht so aus, als wäre Kaido der Charakter mit der stärksten Defensive. Wir können aber auch sicher davon ausgehen, dass seine offensiven Qualitäten auch nicht von schlechten Eltern sind. Als er seine eigenen Mitglieder mit seiner Keule schlug, flogen die mit einer Wucht auf, dass man davon ausgehen kann, dass Kaido möglicherweise neben der stärksten Defensive nun mal auch die stärkste Offensive hat oder zumindest extrem stark ist. Doch wie kann man so einen mächtigen Gegner besiegen? Auch in Naruto gab es so einen Gegner, und zwar den dritten Raikage. Dieser hatte die stärkste Defensive und die stärkste Offensive. Doch wie hat Naruto ihn denn damals besiegt? Ganz einfach, indem er den stärksten Angriff und die stärkste Defensive gegeneinander prallen ließ. Er leitete mit seinem Rasengan die stärkste Attacke des dritten Raikages gegen ihn selbst. Naruto ließ sozusagen die stärkste Offensive auf die stärkste Defensive prallen, und die stärkste Offensive war der Defensive nun mal überlegen, und somit wurde der Raikage von seiner eigenen Kraft besiegt. Ähnlich könnte es auch bei Kaido gehen. Möglicherweise lernt Ruffy eine neue Fähigkeit, bei dem er Kaidos Attacke auf ihn selbst prallen lassen kann. Immerhin hat Ruffy Ähnliches auch schon mit Kanonenkugeln oder Pistolenkugeln gemacht. Vielleicht treffen beide Fäuste aufeinander. Ruffy leitet dann mit seinem Gummikörpers Kaidos stärkere Attacke auf seinen anderen Arm, welcher Ruffy bereits hinter sich geschleudert hat, ähnlich wie bei einer Gum-Gum-Pistole. Also das heißt, die zwei Fäuste treffen aufeinander, die Schockwelle von Kaidos Kraft geht durch Ruffys Körper, also durch seinen Arm hindurch, über seinen Körper, hinauf in den anderen Arm, der bereits gestreckt ist. Durch diese Kraft, die bei Kaidos Schlag dahinter steht, wird dieser Arm nochmal weiter gestreckt und ist sicherlich auch mit Haki übersehen, das kommt noch dazu. Und dann passiert das, was mit einem Gummiband passiert, wenn ihr es zieht und es loslasst, und zwar Ruffys Hand schnellt einmal zurück. Das heißt, irgendwann ist der maximale Punkt erreicht und dann geht seine Hand vor Richtung Kaido und haut Kaido richtig eine böse aufs Maul. Und zwar nicht nur mit Ruffys eigener Kraft, nein, denn dahinter hat ja Ruffy noch Kaidos Kraft mit absorbiert. Das heißt, er hat einen Schlag drauf, der nicht nur Ruffys eigene Kraft beherbergt, sondern noch zusätzlich dazu on top obendrauf Kaidos Kraft. Und so ist halt die Frage: Übersteigt Kaidos offensive Fähigkeiten seine eigene Defensive? Wenn ja, ist das eine Möglichkeit, wie Kaido besiegt werden kann. Und das Ganze würde man dann nennen Gear 4 Rebound Man. Eine andere Variante wäre noch Law, dass er mit seinem Room in irgendeiner Form die Kraft auf Kaido wieder zurückschleudern kann. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich den Gear 4 Rebound Man doch eine etwas praktischere und vor allem sinnvollere Lösung, denn immerhin ist Ruffy letzten Endes unser Protagonist und sollte schon den letzten Schlag auf Kaido machen. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben, unterstützt mich sehr. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, einen kleinen Klick auf den Abonnieren-Button und die Notification Bell bitte nicht vergessen. Wenn ihr mich auch so unterstützen möchtet, könnt ihr das tun über paypal.me/insanenetwork, Links wie immer in der Beschreibung. Freue mich natürlich über jede kleine Spende, um den Kanal einfach weiterlaufen zu lassen. Aber keine Angst, auch ohne Spende gibt es den Kanal, also seid nicht gezwungen, irgendwas zu tun. Und meine Katzen rasten aus. Ja, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und haut rein, ASMR-Mode.